fast 30 Jahren will ich das hier schon machen. Also so lange gibt es das Venue noch gar nicht. Hier ist der liebe Frank, da drüben stehen der Alltagsvlog, der Till und der Stoppi ist da vorne schon an der Frittenbude. Und zwar ist hier in Belgien an der Grenze zu Deutschland gibt es eine alte Eisenbahnlinie, die sie mal noch nicht in einen Radweg umgebaut haben. Und da kann man mit solchen Rail-Draisinen drauf rumradeln. Und ja, das wollte ich mit Mattes zusammen machen. Und wir haben halt auf YouTube dazu aufgerufen, wer kommt, der kommt. Und ein paar Freiwillige haben sich eingefunden. Und jetzt geht es gleich auf die Strecke. Richtung fahren wir gleich. So, wir rollern. Ich habe mit dem Mattes zusammen eine Karre. Hinter mir fährt der Morsche und der Felix und ganz da hinten Till, Alltagsvlog. Und wir sind noch keine 20 Meter gefahren und ich habe den Hintern schon weh. So, wir sind jetzt an der Bergstation angekommen. Hier ist noch irgendwie, da stehen noch so ein paar alte Signale rum da. Keine Ahnung. Wie heißt der Bahnhof hier? Sauerbrot. Und das Ganze ist anstrengender, als ich dachte. Und vor allen Dingen, die Sitze sind so unbequem. Ugh. Thank you.
haben wir. So, erschöpft und glücklich sind wir zurück von der Tour. Ich sehe müde Gesichter. Und wie sich das für anständige Vlogger-Aktivitäten gehört, jetzt geht's lecker essen nach Monschau. Jetzt haben wir also den Tag im Schnabuleum beendet, ein Restaurant an der Senfmühle in Monschau, das ich, also von der Senfmühle habe ich über den Eifel-Podcast erfahren und haben sie auch von dem Restaurant erzählt und die Erzählungen waren so toll, dass ich einfach hin wollte. Nicht ahnend, dass es so eine gehobene Eifel-Gastronomie ist, wo Kinder keine Pommes kriegen. Aber wir sind alle satt geworden, wir haben ein bisschen Chaos im Service verursacht und typisch deutsch hat sich die Servicekraft auch bei mir, dem Gast, beschwert, dass sie jetzt alles nicht auf die Reihe kriegt. Aber wir haben gesessen und wir haben gegessen und damit auf Wiederhören.